Na? Okay, my friends, es wurde noch vorgeschlagen, das Video von That's Me. Ich kenne den Dude, aber ich habe noch nie ein Video von dem geguckt. Ich kenne ihn nur vom Sehen. So wollen Frauen auf Mallorca verführt werden. Ja, ich bin gespannt, wie Frauen auf Malle verführt werden wollen. Let's go, I guess. Wie sollen Männer Frauen verführen? Man hat Lust auf ein erotisches Abenteuer. Wie stellt man es denn an? Mit der Zunge. Ich verliere halt schnell das Interesse, wenn ein Mann dann halt viel zu willig ist und viel zu schnell. Nur für ein erotisches Abenteuer, oder? Okay, wild. Uff. Get ready, boys. Ja, Freunde. Wenn ich mein Sexualleben suche, not existent. Hausmeister der Playa ist wieder unterwegs, der Eggers. Mit YouTube funktioniert nicht so, wirft nichts ab. Ich schaue jetzt mal, ob ich hier so ein bisschen Kleingeld finde. Man kennt das ja, ne? Die Besoffenen hier nachts an der Playa. Hat man schon den ein oder anderen Euro mal gelassen, ne? Oh, warte mal. Digga, nicht, dass da meine Mutter... Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Marc Eggers. So langsam muss ich schon selber lachen, ne? Ich bin immer noch an der Playa de Palma, El Arenal. Und wir machen heute wieder eine neue Straßenumfrage. Wenn ich meinen Mod suche, der irgendwie nicht mehr da ist. Cause he's banned. He just banned. Da wird schon gelacht im Hintergrund. Heute geht es um das Thema, wie wollen die Frauen von uns Männern verführt werden? Ich weiß es auch nicht, aber wir werden es herausbekommen. Ich habe mich heute mit 30er eingecremt, trotzdem rot die Fresse. Ich weiß es nicht. Leute, cremt euch ein, ohne Witz. Schreibt schon mal in die Kommentare an alle Männer. Wie verführt ihr die Frauen? Und an alle Frauen, wie wollt ihr verführt werden? Verführen. Amore. Sind wir beide gleich verbrannt? Nee. Sieht man? Du musst uns beraten. Denn in echt bist du bestimmt voll die Dating-Expertin. Bro, ich date nicht mal selbst. Wie man das in der Kamera sieht. Natürlich viel Bräun und Schön. Wie wollen Frauen verführt werden von uns Männern? Verführung. Gute Frage. Ich glaube, die Männer machen echt vieles falsch. So, wenn man jetzt sagt, man ist ja an der Playa, man hat Lust auf ein erotisches Abenteuer. Wie stellt man es denn an? Auf ein erotisches Abenteuer. Ja, man will eine Frau verführen. Ja, das muss ja du mir beantworten, oder? Ja, wenn ich das wüsste, würde ich dich ja nicht fragen. Schau mich mal an, sehe ich an. Butchie safe noch nie einen Guy gehabt. Ja, deswegen weiß ich auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wie soll ich die Frage beantworten? Wie würde ich gerne von einem Mann verführt werden? Bro, keine Ahnung. Gar nicht, I guess. Lasst mich alle in Ruhe. Fasst mich nicht an. Als ob ich schon jemals eine Frau verführt hätte in meinem Leben. Oh ja. Kommt drauf an, ein bisschen Alkohol fließen lassen. Abfüllen, das ist doch meine Technik. Mit Alkohol, dann geht's, ne? Ja, dann sind die Hemmungen weg. Scheiße, das Ding ist mir hier reingefallen. Au. Oh. Kann ich das trotzdem noch trinken? Ja, ne? Also sagst du dem Mann einfach, komm, drück dir einen rein und dann geht's unten auf. Ja, wieso nicht? Hat deine Ex-Freundin... Wie wollen Frauen von Männern verführt werden? Die Frage nochmal? Verführt? Ja. Offensiver sein vielleicht? Ich persönlich mag sehr gerne Sarkasmus und Ironie und wenn man so ein bisschen getriggert wird. Ja, und wichtig, sehr Humor wichtig. Das mag ich gar nicht. Also wenn man so zu sehr zeigt, dass man jemanden möchte, da stehe ich gar nicht drauf. Also eher ein bisschen diese Bad Boy-Nummer. Wenn man das so nennen mag, also ich verliere halt schnell das Interesse, wenn ein Mann dann halt viel zu willig ist und viel zu schnell so viel Interesse zeigt, dass man weiß, okay, egal was man macht, er bleibt sowieso bei einem. Oder wenn er einem nach dem Mund redet, das mag ich gar nicht. Ich möchte nichts von dir. Das ist völlig in Ordnung. Schönen Abend. Ich habe wirklich gar kein Interesse. 0177. Lol. Ja, aber das fühle ich, das ist halt das Problem, ne? Das ist eigentlich so unfair. Aber was Frauen meinen mit, dass sie diese Bad Boys wollen oder sowas, damit wir wollen gar keine richtigen Bad Boys. Wir wollen, ach, keine Ahnung, es ist halt irgendwie boring, wenn ein Mann so direkt available ist. Aber ich glaube genauso für die Männer. Oder für euch ist es doch auch einfach langweilig, wenn man sich die Frau vielleicht nicht erkämpft oder wenn die direkt so ready ist und available und dann ist es vielleicht irgendwie so. Also ich meine damit auch nicht, dass man sich auf Krampf interessant macht und irgendwie absichtlich 2 Stunden nicht antwortet. Das ist genauso wack. Das ist auch wack. Das meine ich damit nicht. Aber ich finde, man kriegt relativ schnell ein Gefühl dafür, ob du halt bei der Mann oder dem Frau... So, es gibt Leute, die lassen einem irgendwie alles direkt durchgehen oder die melden sich... Also bei mir ist das zumindest so. Die melden sich jeden Tag. Und wenn mich ein Typ 5 Tage hintereinander jeden Tag anschreibt, dann schreibe ich ihn am 6. Tag nicht an, weil ich denke mir so, ja, der meldet sich ja eh wieder bei mir. Und wenn er sich nicht bei mir meldet, denke ich mir so, ja, dann nicht. Shame on me. Aber wisst ihr, was ich meine? So, keine Ahnung. Also wie gesagt, nicht auf Krampf irgendwie, auf mysteriös machen und ich antworte extra nicht, um interessant zu bleiben. Nein, 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 das meine ich nicht. Aber ihr müsst halt auch nicht der Person, die ihr daten wollt oder die ihr einfach nur flachlegen wollt, ihr müsst ihr halt trotzdem nicht nach dem Mund reden. So, no need. Wie wollen die Frauen verführt werden? Mit der Zunge?
Dazu kann ich leider nicht antworten, es tut mir leid. Lachst du gerade jemanden aus im Hintergrund, Nein. den wir jetzt nicht zeigen werden? Nein, lache ich nicht, weil ich bin nämlich gerade frisch verlobt auf Mallorca. Frisch verlobt? Aber wie hat das denn angestellt? Wie ist es angestellt? Wie schafft man's? Oh, am Sonnenuntergang. Ernsthaft? Ja? Es war traumhaft schön. Am Sonnenuntergang an der Promenade. Von der Seite? Von der Seite. Er hat sich vor mich tatsächlich... Wie? Was versteht ihr daran nicht? Was war jetzt daran? Habe ich mich versprochen? Habe ich was Dummes gesagt? Versteht ihr das nicht, was ich meine? Oder warum jetzt diese Verwirrung im Chat? Frisch verlobt nach Malle Sachen gibt's? Ja, die vertrauen sich. Ist doch cute. Ist doch cute. Verwirrung? Niemand ist verwirrt? Bin sehr verwirrt. Doch, Chat's verwirrt. Gibt Leute, die schreiben Fragezeichen und hä und so. Ich frage mich so, hä, was habe ich gerade nicht vernünftig erklärt? Was war nicht nachvollziehbar an den Sachen, die ich gesagt habe? Hä, Fragezeichen? Hört auf, mich zu verwirren. Nicht. Echt jetzt? Oh. Ja, es war wirklich... Aber nicht jetzt eben gerade? Nein, vor 2 Tagen. Ah, okay. Und es war traumhaft schön. Chat, dann wünsche ich euch vom ganzen Herzen alles Glück dieser Welt. Oh, she cute. Ey, doch, ich bin schon drin. Wie sollen Männer Frauen verführen? Über den Blick. Oh, ein intensiver Blick. Ja, gut. Das reicht schon aus. Das kann schon reichen. Na? Der Blick? War das ein intensiver Blick? War der gut? I lost, lass es. Okay, Leute in meinem Chat sind sich nicht sicher, ob der Buber war oder ob der Dance Game war. Ja. Das erzählen wir den Männern hier. Ich glaube, die sind hier die ganze Zeit mit den Blicken nur am Geiern. Aber da hat wahrscheinlich noch keiner einen weggesteckt. Wie guckt man? Wie ist der richtige Blick? Das kann ich nicht nachmachen, aber den hat man einfach. Ich habe ihn auch. Pass auf, jetzt kommt er. Achtung. Boah, guckt und sie fällt ihm direkt um den Hals. Sie fällt ihn einfach direkt an. Das war ihr Blick. Genau, pass auf, jetzt kommt er. Achtung. Schau. Guck, sie direkt zu mich. War das der richtige Blick? Soll ich nochmal von der anderen Seite? Pass auf. Ja? Ja, der war ja, wir müssen der zweite hat nicht so gut gezogen. Der zweite war es nicht. Einmal ganz kurz zeigen, wie schön die Sonne gerade untergeht hier. Guckt euch das mal an. Bei 5000 Daumen nach oben springen, einmal kurz nackt rein. Man kennt sie. Was seid ihr für eine Truppe? War das jetzt ein Wink mit dem Zaunfall für mich? Nein, aber woher kennst du meine Vergangenheit? Und woher kennt ihr euch alle? Von Tati Stuttgart Werbung. Wen? Tati aus Stuttgart. Tati, wer ist das? Wer ist Tati? Ah, okay, eine Bar. Ich muss echt mal nach Stuttgart kommen, glaube ich. Na, okay. Ich frage die Frauen, wie ja, wollen Buba, sie von Männern verführt werden? Ja, Buba, die sind Cutie Girls, ne? Er macht's richtig. Guck. Ja, genau. Ist es das? Ist es das? Die Frage nochmal? Tati Weste. Wie sollen Männer Frauen verführen? Genau so. So einfach genau besoffen rumbrüllen. Ja, genau so. Und dann läuft's. Ja, voll cute. Jetzt ernsthaft? Gutes Essen und Streicheln. Gutes Essen und Streicheln? Wie Cheerleader-Effekt. Was denn der Cheerleader-Effekt, Chad? Frauen sind so laut. Ja, ich mag das auch gar nicht, Michael. Ich mag das nicht. Ich bin auch nicht gerne in großen Frauengruppen. So unschillig. Jede muss irgendwie rumschreien und noch lauter lachen als die andere. Oder nicht in allen Frauenkreisen. Ne? Ich will auch nicht alle Frauen über einen Haufen scheren oder so. Über einen Haufen schmeißen, in eine Schublade stecken. Ihr wisst, was ich meine. Aber es ist oft doch so, dass so Frauengruppen immer so... Und ich denke mir so, shut up, bitch. Just shut up. Shut up. Kennst du echt nicht? Nee, was ist der Cheerleader-Effekt? Große Frauengruppen, Gashi. Was ist der Cheerleader-Effekt? Frauen sehen in Gruppen besser aus als einzeln. Das ist der Cheerleader-Effekt? Why though? Warum? Ja, ich dachte, es ist eher so, wenn viele, vor allem hübsche Frauen in einer Gruppe sind, dann sehen die vielleicht nicht mehr so hübsch aus, wie wenn sie einzeln aussehen würden, weil all ihre Freundinnen hübsch sind. Ich dachte, also das war eher so meine Logik. Aber ist dann nicht so, die sehen dann noch hübscher aus. Nein, es ist andersrum. Okay, krass. Okay. Kleine. Bist du Single? Nein, keine hier. Ich wollte gerade schon... Eine. Du, warte mal, kann ich einmal zu dir? Natürlich. Du bist die einzige Single-Frau? Ja. Von 12 Aber hey, was ist da falsch gelaufen? Das kann ich nicht verstehen. Die Arme. Du bist die Einzige, die alles richtig macht, ne? So nämlich. Hä? Ihr seid alle vergeben. Die ist alleine mit 12 vergebenen Freundinnen auf Malle. Ich kotze alles voll. Ich kotze im Strahl. Ja. Dann gehen wir beide. Also ist okay, dann, wenn ich sie mitnehme, ne? Ja. Gut, macht euch noch einen schönen. Aber sie hat ein sehr schönes Oberteil an. I like. Es ist sehr stark. Best life. Ich kann auch sagen, was sie nicht machen sollen. Sehr gerne, ja. Was sollen sie nicht machen? Also hinterher pfeifen ist nicht so cool. Nicht so gut, klar. Sollen wir noch mehr aufzählen, was du, nicht gut ist? Alles, was du hast. Wirklich, Haus raus. Sie ist der Fahrer. Was? Ich hab's akustisch nicht verstanden. Hupen ist auch schlimm. Achso, hupen. Auto ja, ganz unangenehm, so, Chef. Auch geil. Wenn man ja, mich verführt wird. Ja wieder. Ne? Doch, es ist auch egal, in was für einem Auto. Hup mich nicht in einem Opel Corsa an. Hup mich aber auch nicht in einem fucking Porsche an. Gehupt wie ein Verrückter. Tati Stuttgart Werbung.
Ellenbogen. Okay. Oder nett ansprechen. Oder nett ansprechen. Genau. Nach einem Foto fragen oder so. Ach, ein Foto fragen? Ja, ob man selbst fotografiert. Er kann ein Foto mit dir machen. Oh, Vorsicht, Pferdekutsche. Entfesselt die Pferde! Wie sollen Männer Frauen verführen? Smart, kommst du jetzt? Gar nicht. Gar nicht? Ja, Juli, fühle ich. Aber wenn man jetzt als Mann auf der Suche ist, erotisches Abenteuer? Was? Ja, dann such nicht mich, dann such eine andere. Kann man denn da machen? Nur für ein erotisches Abenteuer, oder? Sagen wir mal, er will dich verführen für ein erotisches Abenteuer. Du hast einen Freund? Du willst gar nicht irgendwie verführt werden? Wieso? Warte, ich gehe mal ein Stück tiefer hier. Bist ein bisschen höher? Hier, komm. Ist jetzt nicht meine Absicht, ne? Er soll auf jeden Fall nicht aufdringlich sein. Ja. Cool, das ist ja schon mal... Stehe ich gerade in Scheiß oder was stinkt hier so? Boah. Man sollte schon charmant sein, aber mit gewisser Zurückhaltung, ne? Also nicht zu aufdringlich. Ich finde auch prolliges Verhalten ganz schlimm. Also das finde ich total... Prolliges Verhalten, okay. Wir haben ein Beispiel für dich einmal da. Schau mal, wie wäre das? Ja, genau. Das wär's? Das ist das Beispiel, was das nicht genau richtig das Richtige ist. Ja. Oh mein Gott. Nur für ein erotisches Abenteuer? Mit der Zunge? Jetzt weiß ich, warum ihr sie vorgeschickt habt. Verführt, nicht verwöhnt. Okay. Da hast du was falsch verstanden. Bevor es zur Zunge kommt, muss ja noch was vorher passieren. Hä? Wie? Romantisch sein. Da muss noch was vorher passieren. Ich dachte, das passiert direkt. Nein. Gut. Eine romantische Zunge zwischen den Beinen? Später ja. Zum Beispiel zuerst ein romantisches Essen, viel Liebe, Aufmerksamkeit, gut. Zuneigung, Komplimente, Ehrlichkeit, Loyalität und dann die Zunge. Ey, wirklich, du hast mich selber zum Lachen gebracht. Also sonst bringe ich die Leute mal zum Lachen, aber du hast es geschafft. Du musst dich schon anlehnen, ne? Bei dir wurde es schon das Tasche. Ein oder andere... die haben beide. Das ist eine Louis-Tasche und das hier ist Gucci. They rich, Chad. Wie wollen Frauen verführt werden? Was kann man machen? Keine Spiele spielen. Keine Spiele spielen, das ist gut. Kein Monopoly. Aber die Outfits sehen nice Mensch, aus. Ärgere dich nicht. Keine sie gerne auch so ein T-Shirt-Kleid und dann so eine Tasche. Strip Uno. Du bist komplett nüchtern, ne? Ja, nur dein Wein und sonst nichts. My name is Donny. Donny, bester Biermann hier, oder nicht, Bruder? Du verkaufst dir das gute Zeug. Aha, und was ist das? Ist das Philipp Plein oder was? Im EK 10 Cent verkaufen. Zieht es aus. Hier für einen Fünfer, das sind mir die Details, was das sein, Bruder. So. Junge, also, kleines Announcement. Jeder, der Philipp Plein trägt, verlässt bitte meinen Stream. Entfolgt mir bitte, unsubt mir bitte, deabonniert bitte meinen YouTube-Channel, blockt mich auf Instagram. Lasst mich in Ruhe. Also, ihr habt keine Geschmacksnerven mehr. Die sind irgendwie abgestorben oder so. Ich glaube, das ist Philipp Plein, but I'm not sure. Eigentlich müsste dann da richtig fett mit so Straßsteinchen noch Plein oder Philipp Plein draufstehen. Deswegen bin ich mir gerade nicht so sicher. Aber es sieht doch sehr stark danach aus. Ja, Pipo Leaf, jetzt gehen alle. Wahrscheinlich tragt ihr alle Philipp Plein, oder? Wahrscheinlich. Berschi, du wahrscheinlich, ja. Ed Hardy ist okay. Ed Hardy so viel besser. Ed Hardy habe ich ganz früher auch getragen. Boah, wilde Zeiten. Ich hatte so ein knallgrünes Ed Hardy Shirt. Ich habe das leider nicht mehr. Ja, es waren sehr wilde Zeiten. Mit Alkohol. Aber dann kommt der Typ und füllt dich ab, oder was? Nein. Dann kriegt er keinen mehr hoch. Nein. Mir oft passiert. Halbmast Eggers. Wie verführt ihr die Frauen hier an der Playa? Ja, an der Playa. Eigentlich gar nicht so. Ja, ist so von den beiden gar nicht. Einfach viel Sinn. So, Leute, das war's immer wieder. Die Straßenumfrage. Wie wollen die Frauen von uns Männern verführt werden? Am Schluss kommt die Zunge. Das haben wir jetzt gelernt. Mein Name ist Marc Eggers. Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Danke für das ganze positive Feedback. Ich mache mich wieder auf den Weg nach Hause. Ich fliege hier wirklich immer her, drehe ein Video und fliege wieder nach Hause. Ne? Zwischendurch noch ein bisschen Sonnenbrand. Man kennt ihn. Es hat wieder enorm viel Spaß gemacht. Wie immer, seht's mit ein bisschen Humor. Ich bin raus. Da ist er, der Allerechte. Habt ihr gerade welche aufgegabelt? Nein, nein. Die kennen wir schon lange, weißt du? Ach so. Wir sind nicht so Männer. Wir sind ganz brav und immer anständig. Seht zu, dass ihr Land gewinnt, wirklich. Die sind brav und anständig. Ja. Das ist es nicht. Jeva, hörst du mich? Wie random war der Einstieg gerade, lol. Ja, nice one. Nice, ich glaube, das ist das erste Video, was ich mir von ihm angeguckt habe. Das war gut, Chat. Das war Pock. Dit gibt ein Abo. Feier ich. So Straßenumfragen und so finde ich generell voll nice. Das gibt mir irgendwie so 2016er YouTube-Vibes, aber ich finde es übel nice. Und der macht es sehr gut, der ist sehr nett, sehr lustig und so. Ja, nice one.